Der BMW X5 xDrive 45e kommt mit seinem 3-Liter Sechszylinder plus E-Motor auf insgesamt 394 PS. Er kostet ab 77.300 Euro. Ein kapitaler Bursche ist der BMW X5. Das bayerische SUV streckt sich in der Länge immerhin auf stattliche 4,92 Meter. Das X-Line-Paket bringt für rund 2.500 Euro unter anderem satinierte Aluminium-Details ans Auto. Das soll für mehr Offroad-Look sorgen. Auch innen geht's fein, aber teuer zu. So kosten elektrisch verstellbare Komfortsitze rund 1.300 Euro. Goodies wie temperierte Becherhalter schlagen mit 264 Euro zu Buche, die Vierzonen-Klimaregelung mit 680 Euro. Das ist ein schönes Aggregat mit einer sehr klassischen Leistung hier, 3 Liter rein Sechszylinder, Turbo aufgeladen, 210 kW, 286 PS, ja, auch M3 hat es mal hier. 286 PS ist so eine Zahl, die man bei BMW immer wieder als Leistung liest. So, und damit kannst du wunderschön dahin fließen. Und in diesem Fall ist jetzt gerade der Elektromotor am Werk, weil das System gerade adaptiv, also selbstständig entscheidet, ob jetzt das eine oder das andere genommen wird. Dann fließt du hier leise wie mit einem Elektroauto durch die Gegend und dann geben wir nochmal Schub. Da ist er wieder. Und zwar nicht übermäßig laut, sondern ganz fein in der Artikulation. So cremiges Brüllen. Das Gesamtdrehmoment liegt bei 600 Newtonmetern. Dank des E-Motors. Gespeist wird dieser aus einer 24 Kilowattstunden großen Batterie. Wir reden hier von 2,9 Liter Benzin, die im Test im Schnitt verbraucht worden sind. Und das ist schon mal der Wahnsinn für ein Auto mit fast 400 PS und in den Dimensionen. Jetzt darf man natürlich eins nicht vergessen, da ist auch Strom reingegangen. Ja, irgendwie musst du das ja ersetzen. Und beim Strom reden wir von über 28 Kilowattstunden, die wir im Schnitt dann auch noch zusätzlich pro 100 Kilometer hier benutzt haben. Also wenn jetzt einer irgendwie auseinanderdröselt, aber der Akku ist ja nur so groß und drum und dran, ja, wir messen aber mit Ladeverlusten und das alles sind statistische Werte. Das ist ganz wichtig. Bei einem Plug-in-Hybriden kannst du nicht einfach einmal um die Ecke fahren und sagen, das ist der Verbrauch, sondern da musst du wirklich ganz genau gucken, was fährt man für Strecken, wie lang sind sie, wie ist das Fahrprofil und wie sieht das statistisch aus. Die Reichweite liegt rein elektrisch bei 69 Kilometern. Maximal fährt der X5 639 Kilometer weit. Einen X5 in der Konfiguration kaufst du dir nicht, wenn du das komfortabelste Auto auf der Welt haben willst. Der ist einfach ein bisschen straffer, aber er schafft es wunderbar, mich komfortabel zu transportieren und trotzdem Fahrbahnverbundenheit hinzukriegen. Und das ist echt top. Grillfest, BMW X5 Plug-in-Hybrid 45e. Da gibt es ein bisschen was dazu erzählen. Nicht nur, dass der Grill hier vorne mächtig groß geraten ist, das ist ja ein bisschen Geschmackssache, aber BMW hat auch mit ein paar aerodynamischen Tricks versucht, dieses Auto etwas stromlinienförmiger zu machen, was nicht einfach ist bei so einem riesigen SUV, weil die Stirnfläche bleibt. Was haben sie gemacht? Aktive Aerodynamik hier. Diese öffnen sich je nachdem, wie viel Kühlluft ich brauche oder bei welcher Geschwindigkeit ich bin. Ich habe hier neben meine Air Curtains, wo hier die Luft reingeht und sich dann über die Räder drüber legt. Das bringt auch noch ein bisschen was. Grundsätzlich macht BMW schon eine Menge Aufwand bei der Aerodynamik. Aber das Schönste steckt ja unter der Haube. Ein Reihensechszylinder Ottomotor, der Kernmotor von BMW mit 3 Liter Hubraum. Er ist ja verblockt mit dem 3- und dem 4-Zylinder, weil da immer ein halber Liter Hubraum pro Zylinder vorhanden ist. Und dieser Motor hier hat so eine typische BMW-Leistungszahl, nämlich 210 kW, also 286 PS. Ist das genau das, was das Auto leistet? Nein, es ist ein Plug-in-Hybrid. Da steckt auch noch ein Elektromotor, und zwar zwischen dem reinen Sechszylinder und dem Achtgang-Automaten. Und dieser leistet 83 kW. Und das zusammengeschmissen bedeutet in alter Währung 394 PS. Das ist eine Menge. Also man kann ja die Leistung des Verbrennungsmotors und des Elektromotors nicht einfach stumpf addieren, weil die müssen theoretisch ja ihre Maximalleistung bei der gleichen Drehzahl treffen, damit man das einfach addieren kann. Aber BMW hat das da anscheinend virtuos gemacht, als die beiden gematcht worden sind, denn soweit ist die Systemleistung gar nicht von den beiden Maximalleistungen der Antriebe entfernt. Und dann noch ein kleines Detail am Rande, wenn man hier drauf guckt, dann fallen einem diese massiven Verstrebungen hier auf.
So, diese Versteifung hier. Und das ist ganz BMW-typisch. Zum Teil machen sie das auch unter der Karosserie, um dem Vorderwagen noch mal mehr Steifigkeit zu gönnen. Wieso machen die das? Wenn der Vorderwagen schön steif ist, dann lenkt das Auto auch insgesamt noch ein bisschen agiler ein. Und das ist BMW wichtig. So, Klappe zu. Wir gucken uns mal die Laderei an. Denn hier kann man den X5 aufladen. Und dann schauen wir auch erstmal auf den Akku. Der hat 24 Kilowattstunden Energieinhalt, Lithium-Ionen, wie das heutzutage üblich ist. Und er ist schon relativ groß. Also das ist schon ein mächtiges Stück Batterie, was da drin ist. Und damit ergibt sich auch eine theoretische elektrische Reichweite von 69 Kilometern. Das finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass hier relativ wenig Strom reingeht. Das geht nämlich nicht dreiphasig oder zweiphasig, sondern es geht nur einphasig. Und damit muss man schon relativ lange warten. Ja, ein bisschen Geduld braucht man, bis der Strom hier wieder drin ist. Wobei, das muss man einschränkend sagen, diese Autos werden normalerweise nicht irgendwo unterwegs an der Autobahn geladen, sondern zu Hause. Und da hat man im üblichen Fall eine Nacht Zeit, bis er wieder voll ist. Und das schafft man damit auch. So, Klappe zu. Wir gehen ins Interieur. Wenn es früher öfter mal Diskussionen über die Qualität von BMW Interieurs gab, also so 10, 15 Jahre her, da gab es durchaus auch mal Kritikpunkte, da muss man sich mal in so einen modernen, großen BMW SUV hineinsetzen. Denn das ist wirklich eine Nummer, was BMW da inzwischen macht. Ja, das Auto ist teuer, aber das spürt man auch in jedem Detail. Wenn man sich anschaut, wie das hier vorne, wie das hier oben mit weichen Materialien, mit Leder besetzt ist, wie die Nähte verarbeitet sind. Ja gut, sind wir ehrlich, wir gucken in die Aufpreisliste, weiß man, da musst du überall einen Haken dran machen und das tut richtig weh. Ja, in sehr, sehr abgelegenen Regionen kriegst du wahrscheinlich ein Häuschen dafür, was dieses Auto hier kostet. Auf der anderen Seite spiegelt halt wirklich jedes Detail wieder, dass es ein edles, ein teures Auto ist. Also da kann ich hinfassen, wo ich will, ob ich hier die Materialien sehe, hier runter. Das ist weich gemacht und dann, da entdecke ich hier drin ein bisschen Hartkunststoff. Ah, ein winziger Kritikpunkt, aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber das ist wirklich toll verarbeitet, sehr stabil. Also das macht richtig Spaß. Und da muss ich BMW auch nicht hinter dem Hauptqualitätskonkurrenten, nämlich Audi, verstecken. Und deshalb können wir uns jetzt ein bisschen um die Bedienung kümmern, die bei BMW vor allem eine Eigenheit hat. Sie ist auf sehr vielen Wegen bedienbar. Multimodal nennt sich das Ganze. Also ich hake es mal ab. Es gibt eine Sprachsteuerung, es gibt eine Gestensteuerung, es gibt einen Drehdrücksteller, es gibt die Möglichkeit, das Ganze über ein Touchscreen zu bedienen und es gibt auch noch direkte Tasten. Da kann sich also jeder je nach Funktion so ein bisschen aussuchen, wie er das Ganze bedient. Vor allem der Bildschirm hier, entweder über Drehdrücksteller oder über den Touchscreen. Der Bildschirm ist auch einigermaßen groß. Bei BMW muss man das sagen, weil irgendwie haben sie eine Allergie gegen allzu große Bildschirme. Die sind immer noch im Vergleich zur Konkurrenz relativ klein gehalten. Und grundsätzlich muss man schon sagen, das ist alles von der Schrift und den Größen top gemacht. Also bei BMW musst du nicht darüber diskutieren, dass die Schriftgröße hier zu klein ist, sondern das machen die immer schön groß, schön ablesbar. Man merkt, dass BMW wirklich einen Sinn für ergonomische Menüs hat. Nicht in jedem Detail muss das immer gleich eingängig sein, aber grundsätzlich ist das hier wirklich fein gemacht. Und wenn ich hier auch die direkten Tasten sehe mit wichtigen Funktionen für die Klimaanlage, für die Lautstärke, für die Fahreinstellungen, dann freut einen das, weil da kommst du auch während der Fahrt schnell und sicher dran, ohne dass du da jetzt irgendwie ablenkend hier vom Bildschirm hin und her waberst. Jo, damit können wir auch schon ein bisschen über die ganzen Ablagen hier reden. Da gucken wir mal. Hier kann ich ein Handy reinpacken. Da habe ich noch einen Cupholder. Ja, hier ein größeres Fach und in den Türen geht auch noch ein bisschen was unter. Grundsätzlich kann man sagen, ja, ist einiges da an Ablagen. Auf der anderen Seite ist ein riesiges Auto und das ist auch das Mindeste, was ich an Ablagen erwarte. So, was machen wir jetzt? Raumangebot im Vor- und im Kofferraum. Das Mindeste, was ich von einem großen SUV erwarte, ist, dass er auch ein großes Vorabteil hat. Und wie sieht es da hier beim X5 aus? Es ist ein ordentliches Vorabteil. Also man merkt es hier, ich habe zwar Platz im Kniebereich, ich habe aber schon kleinere Autos, SUV erlebt, wo ich hier mehr Platz hatte. Und da ich die Füße zum Teil unter den Sitz stellen kann, ist die Beinauflage okay. Würde ich mal sagen, eine Klasse drunter, völlig in Ordnung. Aber in dieser Riesenklasse muss da ein bisschen mehr Platz vorhanden sein. Im Kopf erwarte ich auch, dass ich genug Platz habe. Habe ich.
Reicht, aber ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Wir gehen zum Kofferraum. Bei der Heckklappe gibt es ein paar BMW-Besonderheiten. Ja, zum einen kann ich dieses Abteil hier getrennt öffnen. Das machen wir jetzt. Ja. Ja, das ist schön gemacht, da kann ich hier was drüber schieben, wobei das alles insgesamt hoch ist. Also wenn du da jetzt nicht so stark bist und musst hier schwere Sachen reinhieven, da kannst du dich schon mal ein bisschen anstrengen. Und dann gucken wir mal in das Kofferraumabteil hinein und dann stellen wir fest, das sieht jetzt aber nicht so groß aus. Liegt der Boden da irgendwie höher? Genau, der Boden liegt ein Stück höher. Ja, wenn wir das hier hochziehen, ja, wobei übrigens luxuriös hier mit so einem Gasdämpfer, dann sehen wir, dass hier der Akku sitzt. Er ist ja relativ groß und der sorgt dafür, dass das Kofferraumabteil doch etwas kleiner ist. 500 Liter. Ja, reicht manchen immer noch aus, aber wir reden von einem großen SUV und da erwarte ich auch viel Platz. Wenn ich die Sitze umklappe, dann reden wir über mehr als 1700 Liter. Das ist dann schon ordentlich. Wobei, das ist halt der Nachteil bei so einem Plug-in-Hybriden, ein bisschen Platz kostet es. Sportmodus. ESP geht in Sport Traction oder Traktionsmodus. Und jetzt einfach festbremsen, wohlfühlen und gucken, wie schnell er beschleunigt. Und ab geht's. Ah ja, ein kleiner Verzögerungsmoment und dann schiebt er aber amtlich an. Ja, dann geht's hier vorwärts und dann eliminiert er so ein bisschen das Gewicht. Aber im ganz ersten Moment, da zögert er so ein bisschen und dann geht's vorwärts, trotzdem mächtige Beschleunigung. Auch dank Allrad, Elektroboost und feiner Komponentenverzahnung geht's in sportlichen 5,6 Sekunden auf 100. Gebremst wird auf Pirelli P0 315 35 R21 vorne auf 275er Reifen. Ab geht's! Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist der Beweis dafür, dass ein Auto auch sehr schwer sein kann und trotzdem verdammt schnell steht. Nach nur 34,4 Metern steht der mischbereifte 2,5 Tonner aus 100 km/h. Ich würde mir den BMW X5 in dieser Konfiguration kaufen, weil einfach die Technik hier faszinierend ist. Die Umsetzung, wie er fährt, wie der reine Sechszylinder da vorne funktioniert, wie die Kombination aus dem Elektromotor bis reinen Sechszylinder agiert. Ich kann ja wirklich lange Strecken rein elektrisch fahren. Das packt mich definitiv. Ich würde mir den X5 nicht kaufen, weil ich ganz persönlich keine Verwendung für einen großen SUV Plug-in-Hybriden habe. Da gibt es andere Autokategorien, die ich spannender finde. Was ist euch denn bei so einem großen Plug-in-Hybriden wichtig? Erzählt es mir einfach mal. Wieso glaubt ihr, dass jemand sich so ein Auto kauft oder wieso würdet ihr euch so ein Auto kaufen? Interessiert mich. Schreibt es runter. Oder wenn ihr es nicht kaufen wollt, schreibt es auch runter.